Hallo Freunde und willkommen zurück zu Gordian Quest, wo wir uns im Versteck der Kultisten befinden, um die letzte Zutat zu holen, damit wir in das Versteck des Rissfürsten eindringen können. Wir haben hier noch so ein paar Events vor uns, die würde ich jetzt auch gerne angehen, dann aktivieren wir mit dem Schrein und dann Wurfmodifikator plus 12 und er braucht eine 11. Finde den Fehlerspiel. Und ja, dann geht's tiefer hinab. So. Schade, wir haben nicht genug Schicksalspunkte. Du herrschst einen flüchtigen Blick auf etwas Glänzendes, das im Dreck vergraben ist. Was könnte das sein? Wow. Handschuhe. Wobei. Könnte sogar sein. Nein, natürlich nicht. Nochmal Streich her. Hier, da haben wir die verborgene Klinge her. Ich habe mich nicht Streich. Ich weiß nicht, warum ich Streich gesagt habe. Wahrscheinlich, weil ich es hier gelesen habe. War nicht so smart. Noch irgendwas an. Gut. Das bringt nichts. Da ist keine Fertigkeit drin. Na, wenn ich nochmal das Ding hier finde für Geschicklichkeit, das kann ich ihm geben. Vor allem kriegt. Er braucht noch einen Geschicklichkeitspunkt und eine plus 13 Bonus. Das heißt, jeder Geschicklichkeitsangriff. Gut, von denen haben wir nur drei. Also die drei hier machen halt einfach dann 13 mehr Schaden als vorher. Das Ding hier, was wirkt ja auch mit Geschicklichkeit. Wer ist, wenn ich. Funktioniert das? Ändert das was? Nein. Das wird zu einfach. Mehr Crit. Hier kann ich nur die Leere reinsetzen. Die brauche ich nicht. Was bin ich denn hier? So eine Stärke. Eine Wucht. Brauche ich nicht. Nö, bringt uns alles nicht weiter. Gut, komm, wir sind gerade hier, dann aktivieren wir eben den Schrein. Und danach die letzten beiden Events. Seltener Gegenstand, Verbrauchsgut. Verbrauchsgut. Mehr Gold. Aber einzigartige Waffe. Komm, geben wir mal voll auf. Das sind dann 3, 4, 5 neue Kämpfe. Nice. Was versteckt sich hier? Ich habe auch gerade nicht aufs Level von den Kämpfen geachtet. Ich glaube, die sind nicht so hoch, wie ich sie gerne hätte. Oh, wobei, der Typ hat gar nicht mal so wenig Leben. Oh, Level 30. Ne? Das ist okay. Alles gut. So. Machen. Und ich würde sagen, hier kriegt den Kill. Kann ich übertrieben? Wow. Ein gewöhnlicher Ring. Danke für gar nichts. Ja, aber mit Level 30 kämpfen, da bin ich vollkommen d'accord. Das ist gut. Das gefällt mir. Hier drei Eliten, die jeweils doppelt. Vier Eliten, die jeweils doppelt angreifen. Holy shit. Ah!
jetzt 48 Punkte. Wir müssen jetzt nur noch die Fähigkeit haben, für jeden besiegten Gegner einen AP dazu, einen AP zurückzubekommen. Dann wäre es vorbei. So, Bonus-Talentpunkt. Eine Fertigkeit duplizieren ist, glaube ich, nicht verkehrt. Die Frage, was dupliziere ich mir? Ich glaube, ich dupliziere das verbesserte Zweifachzaubern und werfe das Ding dann, das nicht verbesserte, einfach mal ab. So, du bekommst. Ah, mehr Initiative wäre vielleicht nicht verkehrt. Das ist auch nicht so kacke. Initiative erstmal. So. Bist du hier? Das ist ein Schicksalspunkt. Das ist kacke. Sie hat halt keine Waffen. Also außer die Schlagwaffenspezialisierung. Schon echt bitter eigentlich. Auch du kannst mal ein bisschen mehr Initiative vertragen, einfach für den Fall, dass nochmal irgendwie so super schnelle Fledermäuse auftauchen. So, Karte abwerfen, Karte duplizieren. Hier ist eine Beherrschung, hier ist eine Beherrschung, hier ist eine Beherrschung, da ist auch eine Beherrschung. Ich will hier hin. Das müssen wir erstmal freischalten. Jetzt mal den mal da rein. Nicht bei ihm. Ne, er braucht noch drei. Ach, wahrscheinlich, weil er zwischendurch Fähigkeitspunkte bekommen hat. Ja, sowieso. So. Ich könnte auch einfach spaßeshalber gerade mal ein Lager aufschlagen. Gut. Hallo. Kann ich mal bitte vernünftige Karten ziehen? Ups, das würde ich nicht. Ich muss das machen. Es ist doch nicht normal. Halt diese ganzen Aktionen herstellen, um
Fähigkeitspunkte zu lernen und so. Weil es kann natürlich sein, dass das in den selbst aufgeschlagenen Lagern gar nicht geht. Möchte ich nicht ausschließen. Zumal wir, glaube ich, nicht so viele Stunden Zeit hatten. Habe ich halt jetzt nicht groß drauf geachtet. Tot. Gehen weiter nach vorne. Übertrieben. So, und nach da hinten. Gibt Fee. Gibt Gift mit einem Angriff. Ich kann mich nur wiederholen. Gar nicht übertrieben. Oh. Cool. Wenn ich jetzt noch den Bogenschützen dabei hätte. Wo hast du noch einen Fähigkeitspunkt? So, ich brauche auf jeden Fall die Beherrschung. Die Verdopplung will ich aber eigentlich auch haben. Glaube ich trotzdem erstmal hier hin. Dann hier ist eine Verdopplung, hier ist ein Meuchelmörder 02 noch. Fähigkeitspunkt. Hier ist halt noch eine Beherrschung, die brauche ich auch, weil wir haben noch einen nicht beherrschten Erstechen hier im Deck. Irgendwo. Da. Und das muss auch noch beherrscht werden, also zwei Sachen muss ich noch beherrschen mit ihm. Mindestens. In einer kleinen Nische liegen mehrere Skelette auf einem Haufen. Inmitten aller Knochen glitzert irgendwas sehr verlockend. Ach komm, Solo. 35 Gold erhalten. Das Skelett hält einen Beutel voller Münzen fest in den knöchernen Fingern und ziehst ihn aus seinem Griff. Ein Knoten wurde verändert. Level 31 jetzt plötzlich. Wir sind mit Wachsamkeit gesegnet. Das ist ja nett. Das würde ich, glaube ich, gerne auf den da hinten einsetzen. So, das sind 40 Schaden, die wir hier machen. Töten wir dich. Dann töten wir dich. Muss aber eigentlich einen nach vorne gehen. Richtig Schaden. Aber okay. Reicht. Um. Nichts Verlockendes bei. So, du kommst an einem schmalen Korridor vorbei. Grob geschnitzte Speere säumen die Wand. In regelmäßigen Abständen stößt ein Speer nach vorne. Du wirst das Muster erkennen müssen, um die Fallen zu vermeiden. Intelligenzwurf. Na gut. Locker.
Er braucht eine 8 plus. Ist halt schon echt bitter. Das Ding gibt mega viel Bonus. Aber weil es halt eine Intelligenzfähigkeit ist. Ganz ehrlich. Eine 6 plus, das wirst du ja wohl würfeln. Dankeschön. So, und Pierre nochmal. Nehmen wir zwei Verzauberungen für. Nur drei. Wow. Seriously, Pierre. Dann darfst du jetzt keine weitere Fähigkeit aktivieren. Dann schaffst du es plötzlich. Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Ja, ist übertrieben, weil es zwei erschöpfte Karten regeneriert anstatt nur einer, aber pst. So. Er hat auch keinen Schaden mehr dadurch genommen. So, die Frage ist, gibt es noch eine Ebene 3? Das weiß ich gerade nicht mehr. Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Ich würde sagen, die Kisten gehören mir. Lass den einfach mal. Schade, sie kann sich nicht selber bewegen. Kann man so machen. Ich muss irgendwas ziehen, was Schaden macht. Halt leider nicht, aber gut. Ist nichts. Die Spinne wird erschlagen. Schatz. Schockende Berührung. Nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. So, 42 Schaden. Das reicht nicht, um die zu töten, aber... Wir haben ja noch so ein paar Leute, die auch AOE beherrschen. Tschüss. Ja, nö. Ist nicht besser als der Hut. Du hast halt die Mana-Aufladung drin, die sinnvoll ist, weil sie braucht halt auch kanalisieren. Klar, sie macht auch viel über Gebet, aber irgendwie zieht sie es halt nie. 16 Gegner in 4 Wellen. Wenn das nicht so schwächliche Gegner wären, ne, dann wäre das ja echt okay, aber... Ich will denen jetzt nicht den Mut rauben, aber... Das wird keiner von denen überleben. Das Schaden, also... Das auch.
halt das Problem, dass die Typen jetzt nicht da sind. Schade. Wäre für sie eine gute Gelegenheit gewesen, um irgendwie mal sich zu buffen. Stellen, Gespenst wirken, die Gegner auslachen. Gebet. Fangen wir mal an. Das. Und tschüss. Jetzt wäre gerade halt der der Sturmblitz halt gut. Aber wir können uns ja nicht besser aussuchen, ne? Den. Halt meine Hand. Und er hat 9, das heißt, er kann theoretisch beide Feuerstürme auf einmal casten. Halt nur einen, aber und der kleine Zombie kriegt, oh komm, Katrin. Die darf das erledigen. Wie gesagt, die. Die Kämpfe sind halt schon echt hart unter unserem Level. Nasenpfote, Sternenfall nochmal. Plus 3 kanalisieren. Uiuiuiui. Was sieht denn aus? Okay, es ist sogar die Wesen. Ist definitiv die bessere Variante. Zumal es halt einen Sockel hat. Jetzt unbedingt brauchen, aber ja, ist halt schon lustiger. Vor allem versucht es 8 mehr Schaden. Ich müsste mal gucken, ob das jetzt für jeden Feuersturm gilt. Ich meine, er hat den Feuersturm mit 42 und den mit 39. Das kann schon echt hinhauen. Also, es wird hinhauen, weil der ist verbessert und macht nur wesentlich, macht nur 3 weniger, 3 mehr Schaden. Hierhin, um den Rest der Karte aufzudecken, und ja, es geht natürlich noch tiefer hinab. Aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge gibt es nur noch diesen Kampf hier, der wahrscheinlich relativ schnell erledigt sein könnte. Wenig.
10 Karten weg. Und wir kriegen. Yes, Beherrschung. Beherrschung ist immer ein guter Moment. Da wollte ich es noch draufhauen nachher. Hier ist es drauf, hier ist es drauf, hier ist es drauf. Was ist denn, wenn man beherrscht bis. Schade, gibt einfach nur. Zwei Schutzschild mehr. Hm. Das ist kacke. Ich hätte gehofft, dass das Ding umsonst wird. Hier eigentlich einen roten Sockel draufrollen, also den Sockel rot einfärben. Na gut, das sind alles Dinge, um die wir uns in der nächsten Folge kümmern können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht's wieder tiefer hinab. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.